Autofahrer mussten zuletzt wieder mehr für einen vollen Tank bezahlen. Der Ölpreis hat angezogen. Welche Signale gehen von der nächsten OPEC-Sitzung aus? In den vergangenen Wochen zog der Ölpreis deutlich an. Quelle: Lehre W. Smith, APA/Deutsche Presseagentur. Ein Jahr nach dem historischen Schuldeerschluss zwischen OPEC- und Nicht-OPEC-Staaten erwarten Experten, dass das Bündnis seine Strategie des knapperen Öls fortsetzt. Allgemein werde mit einer Verlängerung des Förderlimits um 9 Monate bis Ende 2018 gerechnet, meinten Analysten vor dem halbjährlichen Treffen der Organisation Erdöl exportierender Länder, OPEC, am kommenden Donnerstag in Wien. Das ist das gängigste Szenario, sagte Expertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank.